So, ihr Gestalten der Nacht, ihr Monster der Hölle. Ja, das ist auch deshalb so höllisch hier alles gestaltet, also so feurig, damit man eben das auch gut als Glut benutzen könnte, theoretisch. Und es sieht tatsächlich in einem Kamin besser aus als in der Hölle, das gebe ich zu. So, wie kommen wir da jetzt rein und wie wird es, wenn wir da reingehen? Ist das schlimm? Nö, ist das hier so die Art und Weise, wie man da reingeht? Würde ich machen, genau. Aha. Dann gleich nach oben, denn wir müssen, ja, ich würde schätzen, 15 Blöcke etwa nach oben uns bauen. Da spricht der Fachmann. Ich höre und staune nur. Gleich so eine Spiraltreppe am besten machen. Und nicht erschrecken, hinter dir kommt ein Zombie-Picken und warten mal eben. Nicht schlagen. Ja, ich weiß. Sonst haben wir Ärger mit den Buben. Genau. Und mit seinen ganzen Brüdern und so. Ja, bei der Gelegenheit fiel mir auf, bei den Texturen angucken, die wollen da auch rein, guck dir das an. Da fiel mir auf, dass die wirklich, das Gesicht ist ja ein Pixel weniger als, also der Schädel ist ein Pixel weniger als das Gesicht. Hast du das mal gesehen? Nee. Da ist ein Stufenabsatz hier. Siehst du das oben am Kopf? Ah, ja, stimmt. Das fiel mir auf, als ich die Textur studiert habe. Mhm. So interessehalber, ne? Also, mit den Mobs bin ich im Moment echt noch nicht dran. Jetzt kommen wir da nicht mehr weiter. An zur Seite. Die blockieren uns die Festung. Na gut. Da. Das ist jetzt schon mal auch ein bisschen größer. Ganz schön dunkel. Ja, das glaube ich dir. Der Zombie-Pigman kommt dir auch nach, der alte Lumpenbär. Der will uns helfen. Ja, ich glaube auch. Der Nether Fachmann. Hier sehen wir einen Professor für Netherologie, der sich fachkundig durch den Netherstiegel gräbt. Dieses possierliche Tierchen findet sich vor allem in Minecraft-Welten, weniger in anderen Regionen. Was ist da? Das sieht aus, als wären wir irgendwo Fortschritt erzielt. Jo. Wow. Wir haben eine schreckliche Festung betreten. Wow, was ist denn das da unten für ein Vieh? Der ist putzig. Ach so. Ein Magma-Schleim. Ich töte ihn. Mach das. Was hat er gedroppt? Nix. Diesmal nicht. Manchmal droppt der Magma-Creme. Magma-Creme. Mhm. Ja, kann man machen. Hier lohnt es sich jetzt nicht groß weiter. Das war jetzt nicht ganz so der Plan, dass es so aussehen würde, aber gut. Aha. Hier kommen unsere Freunde nach. Die Pekinesen. Jawohl. Wir kamen durch die Treppe nach oben. Das ist ja fast schon. Oh, eine Box. Mhm. Und immer erstmal um die Ecke gucken und dann kann man sich in Ruhe. Ich sammle mal Gold und sowas ein. Goldrüstung fürs Pferd. Die Kiste nehmen wir auch mit. Jo. War nichts Großartiges, was wir gefunden haben, aber gut. Ja, ach, da ist noch eine Box. Oha. Eine Lohe, zwei Lohen. Nee, das stimmt nicht. Da geht's ab. Wie viele Pfeile hast du? Ich gucke gleich. Moment. 17 habe ich. Ah, ich habe nur. Soll ich sie dir geben? Ich habe nur 10. Nee, halt mal ruhig, dass wir beide. Ich kenne halt ja auch die Hitbox von den Kerlchen nicht. Ist die Loge tot? Die eine. Das sind 3 Stück. Aua, ich brenne. Ich stell dir mal eben, dann kannst du weiter hier als Artillerie bleiben. Moment. Ja, ich kann, ja, mit 2 Schuss, ne? So. Wenn du brennst, kannst du hier reinspringen. Oh, jetzt habe ich noch verfehlt. Warte, ich gebe dir meine Pfeile. Ah, und dann? Dann kannst du dich hier löschen, wenn du brennst. Ja, und ja, gut. Ich gehe vor. Du schleicherst dich an. Genau. Wo ist denn hin? Wo sind sie denn, die Knöterass? So, jetzt mal hier aber Schluss. So, erledigt. Oha. Ich renn mal wieder weg. Ich brenn mal wieder. Ich hab eine Lohe gefunden. Super. Ja, ich weiß.
vor lauter. Die ist ja oben links. Oh, das sind 3-4 Lohen. Eieiei. Echt? Man sieht die vor lauter Feuer halt auch gar nicht. Aua. Haben wir sie? Müsste. So. 3 so. Lohenruten. Ich habe eine. Na guck, das hat sich schon mal gelohnt. Da hinten war noch eine Kiste. Das Feuer da oben können wir praktischerweise anlassen. Boah, ist schon echt stimmungsvoll, so Nether. Oh, ein Diamant und Netherwarzen. Das ist gut, wenn wir Seelenstaub haben, können wir die oben anbauen. Genau. Vor allem sieht auch der Boden gut aus, den ich dazu gemacht habe. Der Seelenstaub. Mein Glowstone hat übrigens im Nether ein anderes Design als... Jetzt wollte ich gerade ins Lava springen. Hat ein anderes Design im Nether als draußen. Das heißt, hier ist der Glowstone so ein bisschen der Versuch, gruselig zu wirken und so ein bisschen mysteriös. Und draußen natürlich ist das eine Lampe. Macht Sinn. Was ist hier? Meistens sind das so kleine Balkone einfach nur. Du hast recht. Ist das ein kleiner Balkon? Hallo. Machen wir das mal hier hin. Die nehmen wir wieder mit. Hier brauchen wir nicht was hin. Boah. Entschuldige, ich wollte hier zubauen, da ist nämlich nicht. Ach so. Nichts Spannendes zu sehen. Dann machen wir es gerade tatsächlich so. Dann kann man es besser unterscheiden. Okay. Finde ich irgendwie ganz, ganz funnig. So, hier ist auch nichts. Auch nichts, auch zumachen. In dem Fall mache ich es mal so. Aber man erkennt dann die Holzbalken, das erkennt man sofort. Oh, hier schießt wer. Ja, der Gast hat mich gesehen. Der Gast hat dich gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Pfeile ich noch habe. Ja, dann lass ihn mal leben. Ach, da. Ich habe ihn auch nicht getroffen, ich bin ein Henk, Honk. Warst du früher nicht im Schützenverein? Nee, ich habe einfach schlecht gezielt. Okay. Da schützt der Schützenverein auch nicht vor, wenn man schlecht zielt. So, dann. Huch. Ach so, da waren wir ja. Nee. Aber in die Richtung können wir noch weiter gucken. Ach, hier waren wir auch schon, aber ging es ja noch weiter? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich folge dir. Brauchst du Pilze? Ja, hab Pilz eigentlich, so Fußpilz und sowas, alles da, aber. So ein bisschen oben diese, also das hast du bei der Folie, schaffst du das ja nicht. Bei mir hängen ja die Wurzeln von der Decke, das ist schon schön. Ah, okay. Oha, was ist da hinten denn los? Ein lavazöses. Ah, das ist das Glowstone. Okay. Jetzt ist der schnappen. Ja, eventuell. Eventuell. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so schön Baumaterial, um hier das Ding einzunehmen. Hm? Kann ich machen. Das rote Zeug habe ich ja auch, aber das wollte ich ja erst mitnehmen. Ich bin ja so gierig. Aber egal, das haben wir genug, kann man auch wiederholen. So. So. Das war's soweit mit dem Freund. Und was ist da oben? Ist das eine Lohe da? Kann es sein? Moment. Hier drüben? Ich weiß nicht genau, da dreht sich irgendwas Buntes. Das ist ein Spawner für Lohen. Ach ja. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist gut, wenn du mal eine XP-Farm damit bauen willst. Kann man den ausleuchten? Nee. Ach so. Ich weiß nicht. Dann gehe ich mal gerade hier abklöppeln. Aber guck dir das mal an, was du dazu sagst, zu dem Glowstone. Ich habe auch versucht, da so ganz leicht, da habe ich ganz schön gekämpft, da habe ich so einen kleinen Totenschädel reingearbeitet. Also okay. Scherz. Ja. Der erkennt man nur ganz schwer. Der hat ein schwarzes und ein helles Auge und einen etwas zugenähten Mund. Einen traurigen Mund so ein bisschen. Ja, genau. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an Bernstein, was dann angestrahlt ist sozusagen. Ja, es war jedenfalls der Versuch, hier im Nether so ein bisschen die Stimmung noch zu verbessern. Nicht einfach so billig dann überall hier so diese Deko-Lichter, weißt du, das finde ich dann nicht sehr stimmungsvoll. Was?
Du Lohnlump! Wie gut ist das Schutzschild gegen die Lohn? Da weißt bin du, ich überfragt. Ich mache relativ wenig mit dem Schild. Dann testen wir das mal aus. Das sind ja ganz viele. Ja. Macht das Sinn? Ja, ja, wegen dem Spawner halt, ne? Oh, der hat ja auf mich gezielt. Das ist aber ja, gemein. Hat er. Habe ich noch Pfeile? Aber man kann die auch nicht gut... Die ist von uns gegangen. Ja, gut. War? Warum zielen die immer auf mich? Ich weiß es nicht, kommt mir aber gerade sehr entgegen. Ich brenne. Ich habe auch nicht geblockt. Dummerweise. Jetzt sollte ich mal kurz um die Ecke gehen, sonst kann ich mich nicht gesund essen. Genau. Du machst die gleichen Geräusche wie ich gerade. Haben ja auch die gleichen Probleme. Oh, sind da viele. Eieiei. Ja, ist ja uns vorne. Oh, ich brenne schon wieder. Ich habe hier mal den Kessel hingestellt. Ich bin Fall der Fälle. Ja. Die kommt. Jo. Oh je. Man hat auch keine, eigentlich keine Chance, wirklich da hinzukommen, oder? Zu diesem Lohnspawner. Ich meine, ich habe sie getötet, aber XP kriege ich nicht. Ja, bis ich in dem Kessel bin, das dachte ich mir, bin ich schon längst runtergebrannt. Das ist, ich habe da kein Talent für. Soll ich den Spawner abbauen? Wenn du das hinkriegst? Jo. Hab ja einen Trick gemacht. Was für ein Trick? Mich unten runter reingebaut. Ach ja. Sehr klug. Die kannst du ihn ja auch abbauen, dann kriegst du die Level. Ich? Ja, das ist aber lieb. Na dann, auf. Oha. Bringt das viel Level? Oh. Unterschiedlich. Ich sitze hier immer noch, wie es hieß, hier in der Grube. Da kommen wir jetzt gar nicht mehr hoch. Achso, das war gar keine Treppe. Jetzt machen wir noch Schluss mit den Lohnen, würde ich sagen. Das Schild hat funktioniert übrigens. Guck. Das ja. Schild hat funktioniert, sehr gut. Achtung, hinter dir ist noch eine. Wow. Ja, ich merk's ein bisschen. Ich brenne so ein bisschen. So ein bisschen. Das guck mal, war's. Hier öfter mal brennen. Ich weiß nicht, den Niederziegelzaun macht das Sinn, die mitzunehmen, aber an der Stelle hier wahrscheinlich schon, weil er hier echt verschwendet ist. Ja, so zum Bauen kann man den ja durchaus auch mal verwenden. Klar, warum nicht? Ich verwende den relativ häufig sogar. So als farblichen Akzent ist der mal ganz nett. Ja, ja, ich habe ja auch versucht, ihn human zu färben, dass man ihn draußen durchaus verwenden kann. Gerade auch als irgendwie heiß gewordenes Ofenrohr oder so ist er sehr gut, weil er eben diese typische Verfärbung halt hat. Ja, ach, da oben ist noch was. So, sonst noch was hier? Nö, ne? Nö. Was haben wir denn da jetzt schon an... Dann tue ich jetzt auch mal hier auf Netherrack wechseln zum Bauen. Ja, den kann man hier immer beliebig nachfüllen. Das setze ich dahin, dass wir wissen, dass wir hier... Und dann wollte ich hier hinten gerade mal das hier aus der Wand reißen, als du dich zu Nonen reingewagt hast. Aber dann hast du dich scheinbar hier doch drin gelöscht, weil das Wasser kann ich jetzt nicht mehr rausnehmen, weil es nicht mehr ein ganzer Wassereimer ist, sozusagen. Oh, ich stand drauf. Ja, kann sein. Aber ich habe es nicht geschafft, reinzukommen. Okay. Na gut, dann... Zukünftig haben wir kein Wasser mehr. Naja, gut. Das ist, glaube ich, nicht so wild. Aber ich habe keine Fackeln mehr. Das ist auch nicht so gut. Ich kann dir welche bauen, wenn du möchtest. Nee, ich baue schon. Bin schon fertig, habe wieder Fackeln. Und soll schon wieder zu viele gemacht, wie immer. Ah, gut, die verbrauchen sich ja. Jetzt habe ich hier den anderen Stack angefangen. Doch, bitte so. Tralalala. So, was haben wir? Was ist ein Gastier ist hier unten, aber keiner drin. Nee, der wird oben irgendwo drüber schweben. Ich weiß nicht, warum man den Zaun mitnimmt. Kann man den überhaupt craften? Ja, aus Netherziegeln.
gemacht. Geht das, ja? Ja, ja. Ich frage mich nämlich gerade, wie, weil man kann, oder braucht man da auch Stickies für? Was braucht man dafür? Stickies? Nee. Nee. Ich glaube einfach nur so wie eine Mauer. Aber ich denke, ich werde mit MG Picture werde ich dem auch noch eine eigene Textur verleihen. Mhm. War das hier alles? Mehr nicht? Ja. Oh, cool. Unten drunter stehen die Simulator immer besonders klug, ne? Mhm. Ah, so eine schöne Lavablase mitten ins Gesicht. In your face. So. Das haben wir auch. Ich weiß ja nicht, ob wir mit dem Quarz irgendwas machen, aber ein bisschen schade das nicht. Achso, hier war ich ja schon. Jo. Dann geht es theoretisch da lang zurück, weil hier sind die Fackeln links. Au. Aha. Moment. Wo war denn noch eine Lore? Das habe ich mir auch gerade gefragt, als ich... Na gut, die können ja auch so spawnen in Festungen, ne? Von daher. Ja. Oh, da vorne sind Wither-Skelette. Oha, das heißt? Die sind ziemlich stark, tragen ein Steinschwert und können einen Wither-Effekt auch mitgeben. Ja. Aber die können den Wither-Kopf droppen, mit Glück. Ja. Wollen wir uns den annehmen? Ja, klar, wenn wir schon mal hier sind, dann... Ja, dann. Ich bin auch voll geheilt und nicht hungrig. Da ist eine Lohe noch eben und da auch. Vorsicht. Oha. Dann würde ich sagen, machen wir uns das einfach. Konzentrieren wir uns erstmal auf die Wither. Oder so. Wither-Skelette. Und dann gucken wir weiter. Ja, okay. So, dann. So dann. So, einer kommt schon, der hat mich im Visier. Gut, der andere hat mich im Visier. Ich habe eine Fackel in der Hand. Meiner ist tot. Ich bin gestorben. No! Doch. No! Doch, doch. Ich war so überrascht, dass es so schnell geht, ehrlich gesagt. Ich habe dich aber gerecht, aber... Ja, ich komme jetzt aber nackig wieder. Mach das. Weil es kommt echt nicht drauf an. Ich meine, wir haben jetzt auch keine großen Sachen verloren. Wir waren jetzt nicht stundenlang da unten. Es ist kurzer Weg. Das ist ja Sterben kein Thema. Es ist ja eher so, wenn es so lange und wenn man so lange unterwegs ist, das Sterben echt eklig ist. Ja, alles gut. Ich mache hier alles für dich. Stunden in der Höhle und dann, ja. Tot. Das ist dann schon immer sehr ärgerlich. Aber die waren krass. Ja. Da. Ich höre schon Knalleffekte. Okay, mein Rechner gewöhnt sich langsam an diesen Nether, glaube ich. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt bin ich natürlich unbewaffnet und nackt. Oha. Wer hat denn hier alles in Brand gesteckt, unseren Abgang? Vielleicht der Gast. Das kann sein. Ja, der Zuschauer sieht, was ich hier gerade für einen Leidensweg habe. Also, was ich meine. So, wo waren wir denn? Hoch waren wir, ne? Jo. Hier ist ein Holzblock, so ein toller, schicker. Hier ist der erste Raum. Aha, dann wo bist weiter. Du? Ach, da vorne bist du ja, ich sehe dich schon. Hallo. Hast du mir eine Kiste hingestellt? Ja, klar. Praktisch. Dann kann ich ja alles wieder an mich nehmen. Das war die Überlegung. Na, so. Das. Damit fange ich mal an. Das ist schon mal so ein bisschen elementar. So, dann das. Ja, den einen Diamant. Das ganze. Ach, ich nehme jetzt einfach das ganze Gedöns. Aber Brot habe ich keine mehr jetzt. Achso, ja, die müsstest haben sich bei mir aufgesteckt. Ganz viele haben, nehme ich an. Und auch kein Werkzeug mehr, das hast du auch behalten. Oh, ja, Moment. Da und da und da und. Das ist, glaube ich, Nee, der Bogen ist. Weiß ich nicht, ob ich so einen alten hatte. Kann sein, weiß ich nicht. Achso. Ja, ist egal. Ich habe ja Platz. Ich kann doch alles mitnehmen, was du in die Kiste stopfst. So ist das nicht. Ich finde nur die Stimme des kleinen Bösen. Ach, meine 20 Eisen, ich erinnere mich. Also wir müssen das jetzt nicht eins zu eins wieder zurückbauen, also keine Sorge. Mir reichen noch die Brote erstmal. Hauptsache, wir kriegen alles Zeug am Ende aus dem Nether rausgeschleppt, darum geht's ja. Ich habe die Glasscheiben mitgenommen. Warum? Um ein Fenster zu bauen. Ja.
Oh, cool. Ich dachte, wo wir gerade stehen. Und mir hast du die Experience überlassen, wie ärgerlich. Ja, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Sterben, um die Experience das zu verlieren. Ach so, Mist, stimmt. Na ja.